Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. Beim letzten Mal hatte ich ja den Porsche Panamera und ich muss eigentlich hinzufügen, es war ein klein wenig komisch. Ich lasse jetzt mal den Fakt draußen, dass mich erstaunlicherweise oft Leute erschießen wollten, zumindest für die Zeit, wo ich welche angehalten habe. Aber ich habe mir eigentlich eher gedacht, es wäre mal am besten vielleicht Algonquin und am besten auch Alderney für eine gewisse Zeit zu verlassen. Ich glaube, ich habe mir über die Zeit da sehr, sehr viele Freunde gemacht, die natürlich sehr glücklich darüber sind, mich zu sehen. Aber ich habe jetzt erst bei diesem Van ein klein wenig verfolgt und wollte eigentlich noch ein klein wenig anhalten. Oh, ja, schon viel besser. Wo ich nicht verstehen kann, ob dir, dass hier die Lichter orange sind, aber hey, ich akzeptiere es einfach. Sehr gut. Danke. Okay, er fährt sogar weiter. Ob er jetzt wohl wirklich einen Plan hat, ob er wohl den Platz braucht? So viele Fragen, die wahrscheinlich gleich beantwortet werden. Ja, ich hab's gewusst! Also, ich hab mit allem eigentlich gerechnet. Mit erschossen werden oder dass er wegfahren will. Aber, dass sich jetzt mein Spiel aufhängt, nach ein paar Minuten, das ist auch klein wenig doll für mich. Also Leute, bis... So Leute, willkommen zurück. Also, dass sich jetzt mal das Spiel sich ganz zufälligerweise aufgehängt hat, wundert mich jetzt mal gar nicht so arg, weil hin und wieder mal befolgen diese Crashes einen genauen Zeitplan, und zwar zwischen 11 und 12 Minuten. Aber nach einer Minute ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, man kann damit auch anfangen. Und Leute, verstehe mich nicht falsch. Mich stört jetzt eigentlich weitaus weniger, dass sich mein Spiel aufgehängt hat, sondern eigentlich mehr der Fakt, dass es immer so eine blöde Kettenreaktion ist bei mir. Immer wenn mein Spiel abschmiert, dann braucht es ein Jahrzehnt manchmal, bis ich mein Spiel richtig zum Laufen kriege. Danach braucht es ein Jahrzehnt, bis ich manchmal wieder alles richtig eingestellt habe im Trainer. Und vor allen Dingen dann meint unbedingt Fraps rumspinnen zu müssen und dann sich wieder GTA 4 aufhängt, aber eher in der Taskleiste, wenn ich nicht mehr wieder zurückkomme. Also, wie ihr sehen könnt, ist es eher die Kettenreaktion, die mich anpisst, weniger, dass sich das Spiel aufhängt. Und Leute, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr irgendein Lied hört, was 10 Stunden geht, und ihr macht eigentlich doch nebenher etwas, macht es am besten nicht. Weil ihr seid danach nur viel verwirrter, als ihr schon längst wart. Zumindest in meinem Fall. Da höre ich mir so ein 10-Stunden-Lied an What is Love? Und es ist noch nicht mehr verwirrend, dass ihr die ganze Zeit singt What is Love? Und Baby Don't Hurt Me. Sondern eigentlich eher, dass ich gar keinen Plan mehr hatte, was ich eigentlich tun wollte. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier einfach mal ein Cadillac anhalten. Und hoffentlich danach den Prius, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Typ so viel Dreck am Stecken hat. Oder wieder eine ganz klare, saubere ID. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Ich wollte schon sagen, willst du mich jetzt auch erschießen? Oder? Erst für Driver's License, normale Sache eben. Danke. Delena Hansen. Ich wollte schon sagen, Baujahr 1957, aber das wäre wirklich komisch. Ja, 1957. Ich habe so wieder dieses dumpfe Gefühl, dass es wieder so eine ID sein wird, wo im Endeffekt komplett sauber ist und nur einmal von der Polizei angehalten wurde. Ich bin mir da schon fast sicher. Oh, Delana. Upsi. Hansen. Oh mein Gott. Deception. Wirklich. Dieses Mal gibt es einen großen Unterschied. Ein Strafzettel und einmal mehr angehalten worden. Also jetzt bin ich wirklich geschockt. Jetzt wäre ich natürlich noch mehr geschockt, wenn sie entweder mein Spiel aufhängen würde. Oder sie einfach aussteigen würde, um mich zu erschießen. Ich meine, ich bin hier auf alles... Nein. Okay, sie akzeptiert, dass ich sie angehalten habe. Vielen Dank, Ma'am. Nicht jeder mag das hier aus irgendeinem Grund, also in Liberty City. Meine Güte.
Okay, ich weiß, ein Gangvan anzuhalten, da müsste man eigentlich schon damit rechnen, dass es dann Probleme gibt, aber ihr müsst wissen, Leute, ein Gangvan wird doch hin und wieder mal von alten Leuten gefahren, was ich auch so lustig fand, zumindest im Clockwork Mount, oder eher auf dem Clockwork Mount. Oh, Pontiac Firebird, warte mal ganz kurz. Ich muss dir mal ganz kurz was, fragen und dann mal nachsehen, wie du drauf reagierst. Okay, hoffentlich kommt da jetzt niemand runtergeschossen und, naja, tötet mich, indem er mich zusammenquetscht. Nun ja. Okay. Order. Wie das Normale. Wenn du jetzt auch so eine ID hast. Was? Der Typ. Vielleicht muss ich einfach nur meine Augen checken lassen, okay? Aber der sieht nicht aus, als wäre er 40. Okay, vielleicht doch ein bisschen, aber trotzdem. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was soll das dieses Mal wieder sein? Ha? Ein Strafzettel mehr, ansonsten nichts. Oh Gott, ich wollte eigentlich drin bleiben. So. Lass mal hier durchsuchen. Erwin. Schau. Jemand ist mir, glaube ich, hinten drauf gefahren. Nein, genau dieselbe ID, die ich schon mal hatte. Ist es eigentlich so schwierig, an mir vorbeizufahren? Ich habe dich noch nicht mehr verstanden, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Kein Screw You oder F-U-S-O? Jetzt bin ich wirklich enttäuscht, weil ich meine, es kommt hin und wieder mal vor, obwohl ich noch nicht mal was getan habe. Du hättest auch, obwohl, das hätte ich vielleicht auch nicht getan, hinten rumzulaufen, weil die Gefahr, dass man dann erquetscht wird, sehr hoch ist. Zumindest bei ein paar ungeduldigen Fahrern, die ganze Zeit meinen, sie müssen wohin, obwohl ich eigentlich in so einer Position stehe, wo man mich überholen könnte, aber wieder mal egal. Ich sag jetzt nicht, dass der Typ rennt weg. Wegen was denn? Hat er nur unsichtbare Wand gerammt, unsichtbaren Baum. Nein, sein Fahrzeug ist völlig okay, raucht nicht, gar nichts. Vielleicht ist ihm der Sprit ausgegangen? Okay, er hat noch ein bisschen Leben. So, jetzt komm schon, ich wollte dich ja nicht überfahren, aber... Hawaiian, jetzt da. Was ist das daneben? Zumindest was er... Warum? Du bist weggefahren und hast mich nicht beleidigt, deswegen musst du erstmal für eine kleine Zeit in der Gitter kommen. Aber eigentlich stimmt ja, was hat eigentlich groß getan? Eine Polizeikontrolle abgehauen, aber hey, wer macht es mal nicht? Solange mich nicht erschießen will, ist eigentlich alles okay. Fürs Erste zumindest. Das könnte eigentlich auch interessant werden, und zwar im Gegenverkehr. Jemanden so anzuhalten, ne? Aber komischerweise, jetzt schaffen die es, mir auszuweichen und mir nicht hinten reinzufahren. Obwohl, ich muss zugeben, jetzt müsste schon ein bisschen was Komisches passieren, damit sie mir hinten reinfahren. Aber trotzdem, es verwundert mich nur hin und wieder mal. Ich meine, er hat wenigstens mal sein Zoll erfüllt, und zwar mich zu beleidigen. Aber er sollte vielleicht jetzt noch abhauen können. Ha. Ob er das wohl schafft? Auf jeden Fall mal nicht so, wenn er so weiterfährt. Oh, er ist jetzt sogar an denen vorbeigefahren. Nur zu schade, dass ich klein wenig schon im Rückwärtsgang hinhalten kann. Oh Gott, komm schon. Hab ich ja nicht mal überhaupt. Jetzt da. Das Komische ist eigentlich, ich habe die Sirene schon längst aktiviert, aber egal. Okay, jetzt sollte ich mich umdrehen. Oh Gott. Aufgrund dessen, was gerade eigentlich mit meinem Kollegen passiert ist, also dieses richtig harte Dumpf, würde ich mal sagen, ist es einmal wieder dieser Bug, der mir eigentlich schon hin und wieder mal auch passiert ist, und zwar... Wenn ich zum Beispiel den Liberty City Street Cleaner nehme, oder einfach kurz gesagt ein Fahrzeug mit unendlich Masse, und einfach richtig schnell fahre,
Und ich weiß jetzt nicht direkt die Voraussetzungen dafür, aber es ist manchmal so, dass das Fahrzeug dann so solide wird wie eine Wand hier in dem Spiel. Kurz gesagt, man kommt nicht weit und meistens fliegt man dann auch noch raus, was ich so genial finde. Was ich eigentlich auch noch genial finde, ist, dass dieser Typ nicht richtig auf Touren kommt. Komm schon, ich helfe doch gerne. Ich glaube, ich bremse jetzt schon mal. Und mein Kollege hilft ihm natürlich mal. Oh, ja, genau das meinte ich gerade. Ja, ich glaube, das hat sich soeben erledigt. Ja, versuch die auch noch festzunehmen, während die brennen. Mensch, bin ich froh darüber, welche Kollegen ich hier habe, die mich beschützen. Wow, die Ambulanz ist jetzt eigentlich relativ schnell da. Das muss ich mal zugeben. Oh, trotzdem hat der Typ überlebt. Nun ja, kann man wohl nichts machen. Ich werde von hier verschwinden. Na, Gott, no. Ich glaube ich... Ja, ich mach mal wieder meine Sirene aus. Okay, weiter dann noch. Oh, shit. Ja, er ist wohl entkommen. Können wir jetzt auch erstmal nichts machen. Obwohl er eigentlich schon in der Nähe von der Polizei war und er schon die Hände hochgehoben hat, aber es reicht nicht, wenn man ihn nicht selber verhaftet, was ich so toll finde. Hallo, Dutch Schweiber. Muss ich jetzt erstmal anhalten. I order you to stop that vehicle. Welche Überraschungen hält er für mich bereit? Oh, sie, tut mir leid. Hey there. Okay, sie ist freundlich, das ist ein schlechtes Anzeichen. Ja, nachfragen. Okay. Elisha Lowe? Oh, ja. Ich sag nichts zu dieser Idee. Jetzt wird das hier fallen lassen. Und jetzt mal kurz nachsehen, wie gemein sie in ihrem ganzen Leben war. Wurde gerade eben mein Kollege mehrmals überfahren? Was hat sich so angehört? Wow. Wisst ihr was, ich überspringe selbst mal das Sarkastische, weil es ist manchmal echt abnormal, wie oft ich solche Ideen hier reinbekomme, die eigentlich komplett okay sind. Ja, fahr schön weg. Obwohl nein, ich kann sie nicht entkommen lassen. Ich kann solche Leute einfach nicht entkommen lassen mit so einer ID. Es ergibt zu wenig Sinn. Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, da vorne, okay. Mugging. Ja, das will ich doch machen. Oh, kein Code vor. Okay. Ich merke wieder, dass ich in Algonquin bin. Weil, erstmal wollte mich hier jemand überfahren. Und dann noch mein Kollegen. Und zwar der Typ hier vorne. Wartet mal kurz. So. Und zwar der oder die. Und dieser Typ. Ich weiß nicht, warum die das jedes Mal beim Mugging speziell machen. Aber immer wenn ich aufkreuze, lassen sie ihre Waffe fallen, rennen weg. Ich meine, die könnten mal was ganz Verrücktes probieren, und zwar entweder sich zu wehren oder sofort einfach stehen zu bleiben und dann die Waffe fallen zu lassen und mir dann damit einen Headshot zu geben. Ich meine, es wäre mal wenigstens was Neues. Au, er... Ach so, okay. Ich war jetzt so kurz verwirrt, weil der Typ eigentlich sich geduckt hat. Aber ich was rennen gehört habe in diese Richtung. Aber okay. Jetzt soll ich mal ganz kurz warten, bis die sofort GT hier mal antänzelt. So. Und jetzt du auch rechts rausfahren. Jetzt werden wir mal gleich sehen, wie böse du bist. Oh, ja, er will mich erschießen. Lass die Waffe noch... Warum? Ich hab dir noch die Chance gegeben, die Waffe fallen zu lassen, ohne jemanden noch zu töten oder zu verletzen. Aber nein. Okay, das war jetzt auch gerade eben komisch. Man muss mir einfach so hier mein Herz brechen. Muss ich jetzt eigentlich noch hier einen Kranken? Obwohl... Ich glaube, der Typ lebt sogar noch. Okay, dann werde ich jetzt sogar noch eine Ambulanz rufen. Okay? Oh, er hat es nicht mehr geschafft. Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den noch retten können. Ich habe jetzt noch was vor. Sag es mal so. Keine Sorge, du hast den ganzen Platz, den du brauchst. Also ich bin mir nicht allzu sicher, dass der wieder aufsteht, weil ich meine, er hat jetzt schon ein paar, naja, ungewollte Löcher in seinem Magen, zumindest von ihm aus. Okay, er könnte ihn nicht mehr retten. Ich meine, es hätte mich auch gewundert. Also Blutfleck verschwindet wieder. Ist das nicht praktisch? Okay, die Lampe D zu montieren muss man jetzt auch nicht gleich machen. Obwohl ja auch jeder hier so Scheiß drauf gibt, muss ich auch hinzufügen. Okay, jeder ist jetzt schon ein klein wenig gemein, aber trotzdem, es gibt ein paar Fahrende in der City, die, ja, ob es rot ist oder grün oder sonstiges, die interessieren sich einfach nicht dafür. Wie diese Frau oder der Typ, könnt ihr vielleicht einfach nur so hinfahren, dass ich einfach eine einfache Zeit habe, hier so zu befragen? Oder ihn. Jetzt muss ich mal kurz nach... Oh, ihn sogar. Okay, tut mir leid. Wisst ihr was? Das Fahrzeug ist wirklich nicht bestraßentüchtig. Okay. Arden Rogers, 1951. Ich bin es zwar gewöhnt, hier nur wieder mal solche IDs zu kriegen, aber ich bin es nicht gewöhnt, die ganze Zeit die abzukriegen. Okay, erstmal aus, aus, sehr gut. So, Arden Rogers. Nein, nein, ich würde es jetzt nicht akzeptieren. Ich würde es jetzt nicht akzeptieren. Oh, er Danke, mehr wollte ich ja nicht erreichen. Weil ich glaube, ich würde zukünftig so einführen. Wer so eine Idee hat und nur einmal von der Polizei angehalten wurde, hat automatisch bei mir Dreck am Stecken und wird dementsprechend gleich verhaftet. Weil das ist nicht mehr normal. Danke. Ich gebe dir recht. Dein Fahrzeug ist noch nicht kaputt genug. Wow. Yeah, Gott, das tut mir leid. Ja, das dachte ich mir schon fast, dass es weh tut. Okay, ist verbrannt. Vielleicht wird es jetzt endlich mal was zeigen, und zwar die Leute, die ihre ID ganz offensichtlich fälschen. Obwohl, in dem Fall könnte es sogar stimmen. Ja, scheiße, jetzt wurde der Falsche bestraft. Auf den... Oh Gott. Also mir tun echt die zwei leid, weil auf die wird gerade eben echt geschissen. Ob die gerade da sind oder nicht. Die sind im Weg, also müssen die weg. Ja, ich kann mir schon gleich vorstellen, welche ID er mir geben wird, aber ich sage jetzt mal noch nichts. Was? Nein. Ich wollte ihm eigentlich gar keinen Strafzettel geben, aber okay. Ich meine, $40 mehr könnte ich jetzt eigentlich auch gebrauchen. Vor allen Dingen bei 100.000, das ist ja so notwendig. Ich gehe ja weg, jetzt kannst du wegfahren. Sehr gut. Aber mit dem Typen bin ich noch nicht ganz fertig. Er muss jetzt erstmal durchprüft werden. Durchprüft, ich meine überprüft werden. Okay. So. Nein, weiterfahren. Böse. Du auch böse. Okay, es tut mir jetzt aber sehr leid, aber ich muss das jetzt machen. Nein. Kann ich vielleicht mal ganz kurz mal... Was zum... Was? Also ich habe mir jetzt noch nicht diese Geräusche irgendwie vorgestellt, oder? Okay, ich meine, ich kann jetzt mit ihm in gleicher Höhe sprechen. Genau das, was ich jetzt eigentlich wollte. F9.
Das ist doch eine Antwort. Wilfred de la Cruz. Der hat mal eine andere Idee. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. Nein? Ja, richtig. Genau da einsteigen. So. Wilfred de la Cruz. Oh, Cruz, ja. Okay. License date revoked. Strafzettel 4 Stück. Und hat auch noch einen Haftbefehl. Und wurde eigentlich ziemlich oft von der Polizei angehalten. Okay. Ich meine, ich bin jetzt endlich froh, dass jemand seine wahre ID hier zeigt, aber trotzdem. Der Typ wird jetzt leider ins Gefängnis kommen. Und er bleibt sogar da. Es ist ein wahrer Held. Aber trotzdem, step out. So, komm schon, stehen bleiben. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, aber ja, ich gebe dir recht. So, Request. Prisoner Transport. Und wie üblich, ich werde jetzt von der Gegend verschwinden. Mal ganz schnell. Also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell hier manchmal die LCPD oder die Ambulanz eigentlich zum Tatort kommt. Meine Fresse. Jedenfalls, ein pinkes Fahrzeug. Wird es wohl böse sein? Wird der Typ mich wohl beleidigen? Das werden wir gleich raus. Pull over now. You have been warned. Ja, sehr gut. Könnt ihr vielleicht klein wenig das Kollegenüberfahren einstellen und vor allem Dingen das Hupen? Wenn es jetzt gepanzert ist, klar. Nein, war es nicht. Ja, scheiße für ihn. Ja, jetzt wundert es mich auch nicht, dass der Typ freundlich ist. Order. Immer wieder eine gute Frage. Ja, for real. Garrett Walton, 1963. Wir kommen immer näher. Ich wollte schon sagen, dem Syndikat, aber das wäre jetzt gelogen. So. Garrett Walton. Habe ich so falsch angegeben, das freut mich. Ach, 2R. Ja. Garrett Walton. So. Ja, wieder mal so eine ID, die mich überhaupt nicht verblüfft. So, sehr gut. Aber ich werde es akzeptieren. Auch wenn er nicht abhauen will. Warning. Habt noch ein schönes Leben, sonst wo. Irgendwo. Okay, also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.